Guten Morgen, Leute, oder soll ich eher sagen, guten Mittag, ich bin in Ho Chi Minh City. Yeah, woohoo. Vielleicht kann ich so einen Applaus einblenden. Ich konnte nicht mehr vloggen, weil mein Akku leer war und überhaupt. Deswegen nehme ich euch jetzt mit raus. Und zwar, ich bin hier in so einem schnieken Apartment. Voll Luxus, weil wenn man hier rausgeht. Oh, tada! Das ist irgendwie total verrückt, weil in diesem Haus, wo ich bin, das ist nicht einfach nur ein Haus, sondern da sind einfach total viele Sachen drin. Irgendwie Kleidungsgeschäfte und mal so ein Restaurant oder irgendwie ein Café oder so. Das ist Und falls ihr euch jetzt fragt, warum das hier alles so schön geschmückt ist und zum Teil hier zum Beispiel auch die Straße abgesperrt ist, die hier Bühnen aufbauen, das ist alles wegen dem neuen Jahr hier in Vietnam. Das vom 27. auf den, die Kamera, ne, nicht so weit nach unten. Das Neujahresfest ist hier nämlich vom 27. Januar auf den 28. Januar dieses Jahr. Und ich bin echt total gespannt, wie das neue Jahr hier wird. Rooftop-Bar, die war irgendwie total cool, aber ich habe auch ansonsten auch da nicht viel gemacht, weil ich den ganzen Tag mein Video geschnitten, also jetzt nicht so spektakulär. Aber ich habe euch die ganze Zeit ja noch vorenthalten, wer eigentlich... Es ist hier abgesperrt, jetzt komme ich nicht mehr zu meinem Apartment. Toll, jetzt ist es da hinten alles abgesperrt, jetzt muss ich einmal komplett außen rumlaufen, anstatt da einfach die 10 Meter eben durchgehen zu gehen. Oder dass sie mich durchlassen? Nein. Auch ganz offen. So, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich euch meinen Besuch ja noch vorenthalten habe. Ich habe ihn gestern Abend zwar schon getroffen, da war mein Akku ja aber leer und ich konnte nicht filmen. Und wir schlafen auch in demselben Apartment. Ihr wisst ja noch gar nicht, wer da aus der Heimat hier nach Ho Chi Minh City gekommen ist. Und ich hoffe, ich kann hier jetzt wieder durchgehen, weil es ist echt alles abgesperrt. Scheint gleich irgendwie so eine Show zu sein. Und ich guck mal, ob ich ihn hier jetzt irgendwo finde. Guck mal, wen ich hier gefunden habe. Ja. Tada! Hallihallo! Besuch aus der Heimat, mein Papa ist da! Yay! Vietnam, we are coming. Vietnam, we are here. Yeah. Ja, so weit weg. Jetzt muss ich so weit fliegen, um meine eigene Tochter wiederzusehen. Woher sie das bloß hat. Woher ich das Reisen habe? Keine Ahnung. Keine ich Idee. Ich weiß auch kein. Fällt mir nichts zu ein. Die haben hier einfach mal mitten auf der Straße irgendwie ein Geschäft aufgebaut, wo du CDs kaufen kannst und Bücher, alles was dein Herz begehrt. Mein Papa hat einfach das Donald Trump Buch umgedreht. Richtig so, Leute, richtig. Wenn man auf der letzten Straße kein Buch gefunden hat, hat
man hier nochmal die Möglichkeit, sich ein Buch auszusuchen. Viele Bücherstände hier. Oh, schon wieder. Moment. Die ganze Zeit schon. Aber es ist immer noch da. Warte, dreh das nächste. So. So, warte, jetzt musst du das noch. So, weg damit. Die vietnamesische Version vom Musikantenstern. Lass uns gehen! Ist nichts von beiden. Weiß nicht, du kannst sowieso nicht sicher sein, was irgendwas davon ist. Ja. Doch, das ist schön. Nein, das ist nicht. Guck mal hier, der hat so eine Pressform. Siehst du die Nase? Der Schrimm? Das ist so wie Analogschinken. Siehst du? Was denn? Das ist, das ist überhaupt ein echter Schrimm? Das sieht auch ein bisschen gepresst aus. Gepresster Schrimm? Ja. Keine Ahnung. Das sind wir wieder in unserer Tiefgarage? Ja. Sind alles übrigens meine Roller? Ich weiß gar nicht, welche man jetzt nehmen soll. Ja, manchmal ist es echt hart. Da hinten geht es auch noch weiter. Also falls jemand einen Roller braucht, meldet euch bei mir.